Die digitale Agenda. Da hat die Regierung viel versprochen, doch die Bilanz beispielsweise in Sachen Internetausbau ist durchwachsen. Mehr dazu von David Gebhardt und Dominik Schepka. Schnelles Internet, kein Ruckeln mehr beim Surfen. Eines der Kernversprechen dieser Bundesregierung. Gleich drei Minister präsentieren dazu heute ihre digitale Bilanz. Wir haben uns mit der digitalen Agenda als Bundesregierung ein öffentlich sichtbares und für alle nachlesbares Hausaufgabenbuch gemacht. Und heute kann ich sagen, dass wir die Hausaufgaben im Wesentlichen erfolgreich gelöst haben. Doch die Bilanz etwa beim Breitbandausbau durchwachsen. Rund 75% aller Deutschen haben inzwischen Zugang zu schnellem Internet. Fast alle in den großen Städten. Auf dem Land dagegen ist es nur etwa jeder Dritte. Weitere Baustelle, eine digitale Verwaltung. Immer noch zu viel Papier auf den Ämtern. Und den neuen digitalen Personalausweis nutzt nicht einmal jeder 20. Deutsche. Das ist bisher noch kein Ruhmesblatt Deutschlands. Die jetzige digitale Agenda ist an vielen Stellen sehr schwammig geblieben, sehr vage geblieben, hat sich sehr minimalistische Ziele gesetzt. Hier braucht es absoluten Nachbesserungsbedarf in der kommenden Legislaturperiode. Doch wie das gehen soll, schon darüber Uneinigkeit. Als Minister Dobrindt ein zentrales Internetministerium fordert, widerspricht Ministerin Zypris. Okay, ich finde das falsch. Ich würde das nicht machen, weil ich glaube, dass Digitalisierung einfach in jedem Ministerium stattfindet. Unstimmigkeiten zwischen den Ministerien, Sinnbild für die Internetpolitik der Bundesregierung.